Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Mikrocontroller-Kurses. Heute geht es um die bedingten Anweisungen mit Switch Case. Diese Switch Case-Abfragen nutzt man häufig als Ersatz für diese If-Abfragen, die wir uns beim letzten und vorletzten Mal angeschaut haben. Statt also verschiedene ineinander geschachtelte If, Else If, Else If und so weiter Abfragen zu verwenden, nutzt man dann häufig dieses Switch Case. Schauen wir uns einmal die Syntax an. Sieht folgendermaßen aus. Zunächst einmal wird eine Variable abgefragt mit diesem Switch und dann anschließend, abhängig davon, welcher Variablen Wert in dieser Variable steht, werden letztendlich unterschiedliche Anweisungen ausgeführt. In diesem Fall wird die Variable abgefragt. Wenn diese Variable den Variablenwert A enthält, dann werden diese beiden Anweisungen ausgeführt. Und wenn die Variable die den Variablenwert B enthält, dann werden diese beiden Anweisungen ausgeführt. Mit einem Break verlässt man letztendlich diese innere Schleife. Ist weder Variablen A noch Variablenwert B in dieser Variable, dann wird auf den Wert Default oder an die Marke Default gesprungen und dann kann man entsprechend auch hier Anweisungen einfügen, wenn man abfragen möchte, dass keine der gegebenen Variablen Werte in dieser Variable gespeichert sind. Okay, gucken wir uns das am besten mal an einem einfachen Beispiel an. Ich rufe dazu nochmal die Entwicklungsumgebung auf, lande direkt im Compiler und kann hier meinen C-Code editieren. Dann fangen wir hier mal an und fragen beispielsweise mal eine Variable nach Switch. Vielleicht machen wir das direkt mal mit dem Port. Fragen wir mal ab, was in dem Port P1 steht. P1 groß geschrieben. Und dann Klammer auf. Und dann geht es los mit Case. Nummer steht eine 1 drin. Doppelpunkt. Und dann können wir da unsere Anweisung eintragen. Zum Beispiel ein printf. Und da schreiben wir rein, der Port hat den 1. Okay. Hier wieder was schöner aussieht. Ein Zeilenumbruch. Und dann schließen wir letztendlich mit Break. Wir fragen vielleicht mal nach, was 2 oder 2 könnte auch drin stehen. Dann kopiere ich das oben mal runter. Dann soll letztendlich eine 2 ausgegeben werden. Okay, das können wir jetzt für verschiedene Werte machen, ohne entsprechend immer abzufragen. Machen wir das mal für 3 nochmal. Und dann können wir hier die Übung beenden. Ich schreibe nochmal ein Default hin. Das heißt, wenn weder eine 1 noch eine 2 noch eine 3 im Port steht, dann soll er ausgeben. Der fährt Port P1 ist zu hoch. Okay. Danach müssen wir nochmal die geschweifte Klammer wieder schließen und das Statement ist hiermit zu Ende. Also es wird oben erstmal der Port 1 abgefragt und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten der Werte, die in diesem Port P1 stehen können und wir fragen hier die Werte 1, 2 und 3 ab. Kompilieren wir das Ganze mal. Okay, schicken das Ganze mal auf den Simulator. Und starten die ganze Sache. Gut, der Port P1 ist ihm zu hoch. Das war zu erwarten. Gucken wir uns den Port P1 mal an und machen den mal kleiner.
Der Port hat den Wert 1, der Port hat den Wert 3 und der Port hat den Wert 4.